Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu meinen Neuzugängen aus dem Juni. Ich habe wieder Bücher gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es relativ viel schon wieder sind. Es sind nämlich 16 Bücher. Ich habe hier einen so großen Stapel bei mir stehen. Und ich werde euch jetzt zeigen, welche Bücher ich alle gekauft habe. Davon sind zwei Rezensionsexemplare dabei. Also ich habe eigentlich nur 14 gekauft. Und davon sind auch drei Mängelexemplare dabei. Deswegen geht das ja noch und deswegen, ich werde euch einfach mal zeigen, was ich so gekauft habe und werde einfach mal anfangen mit dem ersten Buch. Das erste Buch, das ich gekauft habe, ist der fünfte Band der Night School Reihe. Ich bin der Meinung, ich habe euch den letzten Band in meinem letzten Video gezeigt. Das müsste nämlich im Mai gewesen sein, wo ich den vierten Band gekauft habe und ich habe jetzt diesen Monat, also im Juni, den fünften Band gekauft, weil wir direkt den fünften Band hinterher lesen wollten, weil wir konnten einfach nicht abwarten. Mehr dazu in meinem Lesemonat, verlinke euch den gerne in der Infobox, dann schaut da gerne vorbei. Und genau, das habe ich mir bei Amazon einfach bestellt für 9,99 € und genau. Dann kommen wir jetzt schon zu drei Mängelexemplaren, die ich gekauft habe. Und zwar war es in der Grabbelkiste bei Thalia. Und als erstes habe ich mir gekauft Raum von Emma Deneau. The Nook. Das ist ja verfilmt worden, war ja auch für den Oscar nominiert, bin ich der Meinung, als bester Film und genau, deswegen, ich fand das sehr interessant, da geht es wohl irgendwie um meine Mutter und ihr Kind, die in einem kleinen Raum festgehalten werden, wurden halt, glaube ich, irgendwie entführt oder sowas und genau, darum geht es im Großen und Ganzen und das fand ich sehr interessant und ich denke, das wird ein gutes Buch sein und ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, die haben jetzt alle so 2,99 € gekostet, die Mängelexemplare bei Thalia. Ich glaube. Dann das nächste, was ich mitgenommen habe, ist ein Buch von Dan Brown und zwar Meteor, auch aus der Grabbelkiste mitgenommen. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil das so ein bisschen anders ist zu den anderen Büchern von ihm, wie Illuminati, Sakrileg und so weiter. Da geht es nämlich um die NASA und so weiter und das finde ich irgendwie ganz cool. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Es kostet sonst 11 Euro. Sehe ich hier gerade. Und ich mag die Cover sehr gerne. Ich habe zwar die anderen in der alten Ausgabe, also Illuminati und Sakrileg habe ich in dieser alten Ausgabe mit diesem schwarzen Hintergrund. Und Inferno habe ich als Hardcover mit diesem Cover hier drauf. Also alles irgendwie kreuz und quer, aber egal. Bin ich sehr gespannt drauf und hat auch 2,99 € gekostet. Und das dritte, was ich mitgenommen habe, ist von Mary Kay Andrews mit Liebe gewürzt. Davon habe ich ja schon, von der Autorin habe ich mir schon drei Bücher gekauft, weil in meinem letzten River Unpacking habe ich das gezeigt. Und das verlinke ich euch gerne in der Infobox und schaut da gerne vorbei. Genau, deswegen habe ich es auch mitgenommen und eigentlich finde ich so, ja, ihre Klappentexte finde ich sehr interessant, ich habe noch nichts von ihr gelesen. Ich hoffe, dass mir das gefallen wird, aber im Moment habe ich halt so ganz Sommerromane und so, mag ich sehr gerne. Dann ein Buch, das habe ich neu gekauft bei Thalia, das hat mir die Verkäuferin dort empfohlen und ich habe bisher, das ist neu erschienen im letzten Monat und ich habe von dem Buch noch nichts gehört. Noch nicht auf BookTube richtig gehört und auch in der Neuerscheinung habe ich sie nicht entdeckt oder gesehen, also es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und zwar heißt es das Buch Der Spiegel von Chirovici, wie auch immer. Das soll wohl sein erstes Buch sein. Soll wohl eher so eine Art Krimi sein, das so in drei Etappen aufgeteilt ist. Da geht es halt irgendwie um einen Mord, der nicht aufgeklärt worden ist. Und dem Literaturagenten Peter Katz wurde ein Manuskript zugeschickt, der halt von diesem Mord erzählt. Genau, und das finde ich halt. Ich habe es angefangen. Ich bin auf Seite 69. Bisher ist es ganz in Ordnung. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht und werde das wahrscheinlich dann im Juli jetzt beenden, hoffentlich. Genau, das ist so sozusagen mein Buch, was ich mit in den Juli genommen habe. Dann habe ich bei Rebuy, haben mein Freund und ich bei Rebuy bestellt. Sein Unboxing verlinke ich euch mal in der Infobox bzw. seinen Kanal oder so. Und er hat halt richtig viele Tom Clancy-Romane gekauft und ich habe halt auch ein paar Sachen mitgenommen. Es sind 5 Bücher geworden. Als erstes habe ich hier von Beate Maxian Die Tote vom Naschmarkt. Ein Wien-Krimi, ist ja der zweite Band dieser Wien-Krimi-Reihe und
Genau, deswegen, ich wollte das ja gerne mal lesen. Meine Mutter hat den ersten Band schon gelesen und wir waren ja in Wien und deswegen finden wir das mega interessant und wir waren auch auf dem Naschmarkt. Deswegen, es sind halt alles so Sehenswürdigkeiten, an denen das spielt, wo wir auch waren und deswegen finde ich das sehr interessant und möchte ich auf jeden Fall sehr gerne lesen. Wie gesagt, ich weiß die Preise gerade nicht, dann müsst ihr mal in das Video von meinem Freund reinschauen. Der sagt nämlich die ganzen Preise, weil ich habe hier keine Rechnung oder irgendwas liegen. Dann habe ich hier von Pretty Little Liars den siebten und achten Band gekauft. Die sind alle Zustände wie neu gewesen, sehen auch gut aus. Einmal der siebte Band Herzlos und der achte Band Vogelfrei. Haben alle so um die 3 € oder so gekostet. Und deswegen habe ich die einfach mitgenommen, weil ich ja die Reihe gerne lesen möchte. Ich habe ja den ersten Band gerade gelesen erst. Dann noch zwei Bücher und zwar von Suzanne Collins, der Autorin von Die Tribute von Panem. Gregor und die graue Prophezeiung habe ich ja bei Shari auf dem Kanal gesehen von Alles Allerlei. Und sie meinte, das ist eines mit den besten Jugendbücher. Und ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Es ist, glaube ich, ist ein bisschen mehr auf Jüngere ausgelegt. Ich weiß das nicht mehr genau. Hört sich auf jeden Fall irgendwie interessant an. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht. Auf jeden Fall um Gregor. Das kann man sich ja denken. Und genau, ich bin da sehr gespannt drauf, wie mir die Reihe gefallen wird, obwohl ich ja erstmal die Tribute von Panem noch beenden muss. Da fehlen mir ja noch 2 Bände. Ich habe nur den ersten gelesen. Ja, genau. Dann ein Buch, was relativ lustig sein soll. Das habe ich bei Anne vom Kanal Goldschrift gesehen. Und zwar ist das Tinderella, was wohl das beste Comedy-Book sein soll. Habe ich in einem Tag mal bei ihr gesehen. Und deswegen, es war das relativ günstig, ich glaube für 1, 2 €, ich weiß es nicht genau. Und genau, das sind halt Geschichten aus dem Single-Land und ich fand das irgendwie ganz witzig. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen und dachte mir, ja, kann man ja nichts falsch machen. Sowas Nettes, Lustiges für zwischendurch oder so. Genau, jetzt kommen wir schon zu den 2 Rezensionsexemplaren, die ich angefordert habe. Und zwar, das eine ist auch auf meiner To-Read-Liste, das andere habe ich letzten Monat schon angefangen. Und werde ich wahrscheinlich heute oder morgen beenden. Genau, das erste ist von Maya Lunde, die Geschichte der Bienen. Das geht wohl um 3 Familien, die in verschiedenen Jahrhunderten leben, aber mit der Geschichte der Bienen verbunden sind. Und es geht auch so ein bisschen darum, wie sich die Welt verändert, wenn die Bienen aussterben. Und ich fand das ganz interessant. Es ist ja ein internationaler Bestseller aus Norwegen und war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste auf 1. Ich finde das sehr unscheinbar, aber ich finde das Cover irgendwie ganz. Naja, das ist halt ganz süß. Es ist eine tote Biene drauf, ne? Also nicht wirklich ganz süß, aber es ist halt man merkt, dass es so geprägt, so. Genau. Wurde mir vom BTB Verlag zugeschickt, habe ich wie gesagt im Bloggerportal angefragt und zugeschickt bekommen. Und dazu wird es dann auch eine Rezension lesen, geben, wenn ich es gelesen habe, so. Und ich bin da auch sehr gespannt drauf, wie mir das gefallen wird. Und das nächste Buch ist auch, wie gesagt, ein Rezensionsexemplar aus dem Heine Verlag. Und zwar ist das Love is War von Erka Lilly, wie auch immer. Verlangen, der erste Band. Und ich wusste erst nicht, ob das was für mich ist. Ich lese es gerade, wie gesagt, ich bin fast durch. Ich dachte erst, es geht in die Richtung Erotik. Geht es aber bisher gar nicht. Also ich glaube, bisher gab es ein oder zwei Sexszenen, die halt relativ normal sind zum Glück und nicht so. Naja, wie in Trinity oder so zum Beispiel von Audrey Carlin, da geht's, das ist schon echt übertrieben. Und in diesem Buch geht es um Scarlett und sie hätte niemals gedacht, dass sie mal als Stewardess Drinks servieren würde. Und eines Tages sitzt er im Flieger und durchbohrt sie mit heißen Blicken und bestellte einen Gin Tonic. Und es ist Jahre her, wo sie sich zuletzt gesehen haben und sie sich geliebt haben. Und er heißt Dante und er möchte sie und er möchte sie jetzt wieder zurückhaben. Und ja, sie würde mitspielen, und was steht hier noch? Aber dieses Mal würde sie ihn brechen, denn letzten Endes ist Liebe Krieg. Genau. Bisher gefällt es mir ganz gut. Ich habe das schon kurz bevor das rausgekommen ist. Das E-Book erscheint ja meistens einen Monat vorher. Habe ich auf Instagram schon eine kleine Rezension dazu gelesen, dass es derjenigen sehr, sehr gut gefallen hat. Deswegen war ich dann ein bisschen beruhigt, dass es dann doch kein Erotikroman ist. Und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall kein so Erotikroman. Es ist zwar schon ein bisschen erwachsenerer Roman, aber mit Sexszenen halt drin, aber wirklich nicht Erotik. Also bisher zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Aber bisher gefällt es mir ganz gut. Ich finde diese schwarzen Cover, ich finde die eigentlich sehr schön, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie hier sehen kann.
Das sieht jetzt schon so abgegrabbelt und dreckig aus und es ist einfach unmöglich, in dieses Buch keine Leserillen reinzumachen. Sonst mache immer keines meiner Bücher ist eine blöde Leserille drin, aber ich mag das nicht. Und ich lese schon wirklich so, aber da kommen trotzdem Leserillen rein. Es ist so nervig, aber egal. Auf jeden Fall, bisher gefällt es mir ganz gut und ich werde dann mehr in meiner Rezension und meinem Lesehunger dazu hören. Und die nächsten vier Bücher gehören alle zu einer Reihe. Und zwar ist das die. Wie heißt die nochmal? Die Disney-Prinzessin-Reihe oder so heißt die, glaube ich. Und zwar geht es in diesen Büchern um die Töchter der Disney-Prinzessinnen, die alle an der Crown School waren und nach dem Abschluss ein sechsmonatiges Magical, also sowas wie ein Austauschjahr, in der realen Welt machen und sich danach entscheiden können, ob sie in der realen Welt bleiben oder zurück ins Fairyland wollen und dort einen Prinzen heiraten und so weiter. Und ich habe jetzt den ersten Band gelesen im letzten Monat, also jetzt im Juni. Und zwar ist das der erste Band Lizzie, Cinderellas Tochter von Ashley Gilmore. Und hat mir echt gut gefallen. Sie wurden nach New York City geschickt sozusagen und durfte dort ihr sechsmonatiges Magical machen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Märchenadaptionen super gerne und ich mag es wirklich gerne mit dieser, dass es halt auf modern gemacht ist in der realen Welt. So finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier den zweiten Band, den werde ich jetzt diesen Monat lesen. Und zwar ist das Rosalie, Dornröschens Tochter. Ich finde die Cover auch übrigens sehr, sehr hübsch. Muss ich schon sagen, ich finde das hier jetzt nicht so schön vom dritten Band. Da geht es um Wanda, um Ariels Tochter. Ich weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir das nicht so 100%. Ich mag dieses Kleid nicht so gerne, aber es passt halt schon irgendwie dazu. Das Cover finde ich jetzt nicht so hundertprozentig hübsch. Das nächste wiederum ist wieder sehr schön und zwar ist das Julia Schneewittchens Tochter. Und es gibt dann auch noch Belles Tochter, bin ich der Meinung. Und was war das denn noch? Ich kann ja mal kurz gucken bei Amazon, was für Teile es da noch gibt. Auf jeden Fall gibt es so, ich glaube, 8 Bände oder so davon. Ich habe jetzt die ersten vier, wie gesagt. Und ich kann ja mal kurz gucken. Es gibt sogar noch Santa Claus Tochter. Aber das hat ja irgendwie nichts mit Disney zu tun. Naja. Es gibt noch Jasmins Tochter, also Aladdin. Dann Belles Tochter, wie gesagt, Anastasias Tochter, Rapunzels Tochter. Ich glaube, das waren so die, die mir noch jetzt fehlen. Genau, haben alle sehr, sehr schöne Cover, wie ich finde. Genau, und hier gibt es irgendwie noch ein Band, das heißt Delilah, auf der Suche nach Fairyland. Das gehört auch in dieser Princess in Love-Reihe. Genau, so heißt die Reihe. Und genau, die kosten alle so um die 5 bis 6 Euro, sind alle Self-Publishing-Bücher. Deswegen sind die auch so günstig zu kriegen. Und deswegen habe ich sie mir mal mitgenommen und ich fand den ersten Band wirklich sehr gut. Mein Lesemonat ist in der Enterbox, wenn euch das interessiert. Genau, das waren jetzt meine Neuzugänge für den Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.